Ja. Warum ist es eine Farce? Die NPD soll ja gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Der Begriff freiheitlich-demokratisch ist aber nicht definiert. Niemand weiß genau, was damit genau gemeint ist. Das wurde ja 1949 ins Grundgesetz reingeschrieben von den Siegermächten. Das Grundgesetz ist ja nicht vom deutschen Volk ausgearbeitet worden. Das haben ja die Siegermächte aufgesetzt. Und Adenauer hat es dann unterschreiben dürfen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung wurde deswegen reingeschrieben, weil 1949 war ja der Kalte Krieg mit den Russen. Man wollte einerseits einen zweiten Hitler verhindern und vor allem einen kommunistischen Putsch verhindern, weil die Leute natürlich unzufrieden waren zu der Zeit 1949 und man Angst gehabt hat, dass sich die Bevölkerung einen kommunistischen Weg einschlagen würde, wie im Ostsektor der späteren DDR. Gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kann man in zwei Wegen dagegen vorgehen. In einem Staat, das ist entweder über Militanz oder über Wahlerfolge. Also beides trifft auf die NPD ja nicht zu. Es gibt keinen Putschversuch. Noch gibt es großartige Wahlerfolge. Putschversuche sind ja nicht selten, gibt es ja in anderen Ländern regelmäßig. Griechenland zum Beispiel, alle paar Jahre übernimmt das Militär die Regierungsgeschäfte. Wenn man die NPD verbieten lassen will, muss man erst das Grundgesetz ändern, also von freiheitlich-demokratisch auf freiheitlich-antinazistische Grundordnung gehen. Also jeder, der was nicht für Multikulti ist und nicht für bunt ist, kann dann verboten werden. Der Oberbegriff dafür ist gegen Hitlerland. Also Deutschland ist bunt. Selbst wenn es zur Selbstauslöschung der Deutschen führen würde, also lieber moralisch erhaben in den kollektiven Volkstod, in den Selbstmord, als der Selbsterhalt des eigenen Volkes. Bei Hitler war es der Nationalsozialismus und bei Merkel ist es der Internationalsozialismus. Also die ganze Welt umarmen und auf das eigene Volk spucken. Jeder, der was dagegen ist, wird verboten. Eine Gesinnungsdiktatur, eine bunte Gesinnungsdiktatur, wo andere Meinungen unter Strafe gestellt werden und verboten werden. Das hat natürlich nichts mehr mit Demokratie zu tun, die was immer so gepriesen wird in Deutschland von allen Parteien, wenn andere Meinungen unterdrückt werden. Was soll das? Das ist in Amerika anders, da steht die Meinungsfreiheit an erster Stelle in der Constitution, in der Verfassung. In Deutschland steht an erster Stelle die Menschenwürde, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 vom Grundgesetz und erst an sechster Stelle im Grundgesetz, da steht die Meinungsfreiheit im Grundgesetz. Was bringt mir aber ein menschenwürdiges Leben, wenn ich meine Meinung nicht sagen darf? Menschenwürdiges Leben, das kann ich auch in einer Gefängniszelle führen. Da habe ich Essen, Kleidung, Dach über dem Kopf. Oder wenn die Gefängniszelle ein ganzes Land ist, da bringt mir ein menschenwürdiges Leben auch nichts. Deswegen steht ja die Meinungsfreiheit in Amerika an erster Stelle. Und nicht wie bei uns hier in Deutschland erst an sechster Stelle. In Amerika kann ich jede öffentliche Person in Amerika, die was im öffentlichen Leben steht, wenn ich Lust drauf habe, beleidigen. Das fällt alles unter Meinungsfreiheit. Das wird höher bewertet als das Persönlichkeitsrecht. Der amerikanische Staat, der würde auch nie auf die Idee kommen, eine Gegenveranstaltung zu fördern, wie das bei uns gemacht wird, bei Pegida-Veranstaltungen oder AfD-Veranstaltungen.
diese sogenannten breiten Bündnisse, diese staatlich gelenkten breiten Bündnisse, ja, immer mit dem Oberbegriff irgendwie mit Zeichen setzen. Wir müssen ein Zeichen setzen, wo man dann die Versammlung niederbrüllt und mit Trillerpfeifen niederpfeift. Also sowas gibt es denn nicht in Amerika. Das ist verpönt und zu Recht auch verpönt. Naja, der NPD wird ja völkisches Gedankengut vorgeworfen. Das, was natürlich in anderen Ländern ja, wie selbstverständlich ist, die Osteuropäer zum Beispiel, Polen, Ungarn oder als Paradebeispiel die Japaner, ja, die was das regelmäßig durch Wahlen seit 50 Jahren auch von den eigenen Bürgern bestätigt bekommen, das Gesellschaftssystem in Japan, also ein homogenes Volk zu bleiben, unter sich zu bleiben, keine Zuwanderung haben zu wollen. In Deutschland ist dieses Gedankengut aber ein Verbotsgrund. Das ist schon sehr seltsam. Naja, was hat die Merkel geschworen bei der Vereidigung? Zum Wohle des deutschen Volkes. Sie hat ja nicht geschworen zum Wohle der ganzen Welt oder zum Wohle Afrikas oder zum Wohle aller arabischen Länder, weil scheinbar die Araber nichts auf die Reihe bringen, außer sich regelmäßig gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Die ersten drei Wörter von der amerikanischen Verfassung kennt jedes Schulkind in Amerika. We the people. Also, das heißt übersetzt wir das Volk von Amerika. Das heißt nicht übersetzt wir die Leute von Amerika oder wir die Menschen von Amerika oder wir die Bürger von Amerika. Das heißt wir das Volk von Amerika. Naja, das ist schon ein seltsames Verfahren hier in Karlsruhe. Die Richter in Karlsruhe, die sind natürlich nicht unabhängig, also wie das eigentlich der Normalbürger erwartet. Also, dass sie neutral sind. Die Richter werden ja vom Bundestag gewählt und vom Bundesrat gewählt. Also nach Parteibuch. Und ob sie auch schön auf Linie sind, das wird auch nicht mal bestritten. Das kann man sogar nachlesen auf ihrer Seite. Das erwartet man eigentlich eher in einer Bananenrepublik, in Schwarzafrika, sowas im Kongo. So eine Klüngelwirtschaft, aber nicht in dem ach so viel gepriesenen Rechtsstaat. Das, was man immer vorgibt zu sein, mit der sogenannten Gewaltenteilung. Also, dass die Justiz von der Politik streng getrennt ist. Man hat das bei Peter Müller, hat man das schön gesehen. Erst war er Ministerpräsident von Saarland. Ein paar Wochen später hat er einen Job in Karlsruhe gehabt. Dreimal darf man raten, wie sich der Mann natürlich entscheidet bei dem Verbotsverfahren. Naja, was mich wundert, ist, dass die Anklageschrift ja nicht geheim ist. Die ist ja seit Monaten öffentlich zugänglich. Jeder kann sich das runterladen und mal nachschauen, was das für schlimme Beweise sind. Ja, die ist zwar ewig lang, über 250 Seiten, aber man kann die einzelnen Punkte mal durchlesen, mal überfliegen. Ja. Also was da als Beweise aufgeführt werden, das ist natürlich schon lächerlich. Teilweise kann man da nur noch mit dem Kopf schütteln, was da alles hineininterpretiert wird, wo aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Ein harmloses Weihnachtsgedicht von 1944, glaube ich, das war als Trost für die Soldaten an der Front und die angehörigen Frauen und Kinder zu Hause war, also ein vollkommen harmloses Gedicht. Das wird als eines der Verbotsgründe aufgeführt, für ein NPD-Verbotsverfahren, weil es irgendwo auf Facebook einmal gepostet wurde von der NPD, also lächerlich. Oder da wird hier die große Anzahl von Ordnungsrufen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern als Beweis aufgelistet. Ja, jeder weiß natürlich, dass die Landtagspräsidentin nicht objektiv urteilt mit ihren Ordnungsrufen im Minutentakt oder neutral gegenüber der NPD ist.
Da bräuchte Pasteur es nur einmal in der Nase bohren, da würde er automatisch dafür einen Ordnungsruf bekommen von der Brettschneider. Naja, da werden sogar noch Wahlergebnisse als Beweise aufgelistet. Also wenn man vom souveränen Volk in einen Landtag gewählt wird, wird es als Verbotsgrund aufgelistet. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln über solche seltsamen Gedankengänge. Oder weil Kondome als Werbegeschenk verteilt worden sind. Oder weil die NPD das Wahlplakat mit dem Gasgeben in Berlin aufgehängt hat. 20.000 Stück, glaube ich, waren das in Berlin. Wo die NPD dann sogar vor Gericht Recht bekommen hat, die aufzuhängen. Seltsamerweise wird das trotzdem noch als Verbotsgrund aufgelistet. Und das wird sogar noch als Beweis Nummer 1 aufgeführt. Naja, das sind schon sehr seltsame juristische Gedankengänge oder ein harmloser Aufkleber. Den, was man so ähnlich auch bei den Linken oft sieht. Naja, sehr seltsam ist das alles. Es geht mir auch nicht darum, ob man die NPD mag oder nicht mag, ob man die wählt oder nicht wählt. Um das geht es ja gar nicht. Es geht darum, ob Deutschland ein Rechtsstaat ist, ein objektiver Rechtsstaat und wie man mit Andersdenkenden umgeht. Oder ob man mit Hilfe von systemtreuen Richtern einen politischen Gegner ausschaltet und man irgendwann nicht mehr in einer Demokratie lebt, sondern in einer Parteiendiktatur aufwacht, wo jeder politische Gegner kaltgestellt wird, mit Hilfe der willigen Justiz und später den gleichgeschalteten Staatsmedien, die was das alles dann auch noch schönreden und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie tapfer man die Demokratie verteidigt hat. Und der vollkommen verblödete Zuschauer klatscht dann auch noch Beifall und glaubt es dann auch noch. Wenn der Klaus Kleber im Heute-Journal unter Freudentränen dann die Eilmeldung bringt, dass die NPD verboten wird. Naja, die geballte Masse der rücksichtslos verblödeten, zum Großteil akademisierten Gesellschaft hier in Deutschland, die was politisch uninteressiert ist, politisch uninformiert ist, verantwortungslos gegenüber der eigenen Gemeinschaft ist, bis ins Knochenmark. Also diese vollkommen verblödete Masse, die merkt gar nicht, dass es heute die NPD ist und morgen vielleicht schon Pegida und AfD ist und übermorgen ist es die Linkspartei, die was jetzt noch fleißig sich die Hände reiben vor Freude vorm Fernseher, wenn die NPD verboten wird und dann irgendwann aufwachen in einer Diktatur, in einer Parteiendiktatur, wo sie dann selbst die Gejagten sind. Naja.